Weiter geht's mit einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Wir sind ja in der letzten Folge hier stehen geblieben, sind einmal im Kreis gelaufen. Jetzt ist es ganz einfach. Wir sind ja da drüben, dann auf diesen Fels hier in der Mitte geklettert und dann kannst du mit diesem Seilding dich hier ranseilen, machst den Fokus an und dann geht's hier oben weiter. So, ich hoffe, ich falle jetzt nicht wieder runter. Denn das passiert mir ganz, ganz häufig in diesem Spiel. Dass ich immer zu viele Tasten drücke. Ja. Ja, Leute, wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und mich wahnsinnig unterstützen, wenn ihr mehr sehen wollt von diesem Projekt. Ja, dann. Lasst doch gerne ein Abo da. So, hier können wir, glaube ich, wieder ran sein. Nice. Klappt. Und hier waren auch eben noch Maschinen. Ich hab's gesehen. Was war das hier? Ah, hier ist noch eine legendäre Lootbox. So. Aber nicht das, was wir brauchen. Es ist einfach herrlich. Wir kriegen nicht das, was wir brauchen. Denn jetzt hier rauf. Zack. Und dann sind wir auf der Spitze endlich. Geschafft. Wo sind jetzt diese Breitschlunde? Diese Schoten, die sie aufwerfen, sind für die, die Q braucht. Sieht aus, als könnte ich sie einfach aufheben, wenn sie zu Boden gefallen sind. Wenn ich leise genug bin, komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Ach da! Überbrücken wir mal. Hat mich gesehen, nein. Mein Freund hilft mir aber nicht. Und er ist tot. Ach, der ist ja schon da. Ach ja, das war nur dieser Einsauger, ne? Und hier musst du ja. Warte mal. Hä? Nein, nein, jetzt schwimme ich. Hä? Hallo? Nein. Ich muss hier im Nahkampf gehen. Aber nein, noch einmal. Fuck. Oh mein Gott. Oh, wie viele kommen denn jetzt hier noch? Ja, Digga.
Jetzt haben wir doch auf. Nice. Im Nahkampf haben wir gar keine Chance. Aua. Ey, steh doch auf. Wieso hebe ich jetzt hier einen Stein auf? Viel besser. Komm, noch ein Schlag. Wieso tauchst du denn jetzt? Hey, es ist jetzt unglaublich. Keine Muni. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier keine Munition habe. Alter, war das anstrengend. Ich muss mich jetzt mit noch einem anlegen, ne? Das kann nicht sein. Ich muss mich jetzt mit noch einem anlegen, weil ich das nicht hinbekommen habe. Mein Unvermögen war mal wieder on point. Sehe ich mich? Er sieht mich, oder? Das wären alle Schoten. Dann verschwinde ich mal. Na also, das sollte reichen. Dann da. Eigentlich habe ich Bock, den noch zu killen, oder? Der war ja schwach gegen Säure, glaube ich, ne? In your face, motherfucker. Okay, nee, ich sollte wirklich weg. Ich sollte weg. Ich komm aber nicht weg. Oh Gott, weil ich hier rumzappel wie sonst was. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, ich komme hier überhaupt hoch. Na, ich nutze schon wieder Spiele-Glitches aus, die eigentlich nicht erlaubt sind. Und ich jetzt bestraft werde. Das ist ein tolles Ding. Ach ja, herrlich. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ja. Wo müssen wir denn überhaupt jetzt? Ach da. Was haben wir hier? Großzügiges Vorratslager. Und dann geht's hier weiter. Eigentlich wollte ich jetzt gerne
Dings sammeln. Heilungskräuter, weil die brauche ich. Danke. Gut, dann reiten wir jetzt nach Kuhl. Oder Kuhl heißt er. Sollen wir noch hier heilende Beeren pflücken? Aber im Rucksack ist noch Platz. Hä? Nein. Ich brauche dieses Fleisch. Er liegt einfach auf der Truhe. Gut, wir haben noch ein Vorratslager gefunden. Also sehr wichtig. Aber ich finde halt keine Säure. Gut. Let's go, keine Zeit für dich, Kumpel. Ist es jetzt ein Ernst, dass du mir hinterher jagst? Nee. Da werden wir wieder. Hier darf ich natürlich nicht mit meinem treuen Begleiter rein, ist ja klar. Was war das jetzt? So. So, wo ist denn der? Das war jetzt mal wieder mal ein Akt für etwas Rohstoffe. Schnell speichern. Let's go. Ich hab, was du brauchst. Keinen Moment zu früh. Was ist mit Vos? Ich hab seine Tasche wieder. Hoffentlich die letzte, die ich begabe. Aber jetzt muss ich die Waffen vorbereiten. Hoffentlich wird das reichen. Wird reichen müssen. Oh oh, das riecht doch Ärger. Alle bleiben in Deckung, bis ich das Signal gebe. Nehmt euch zuerst die Schwächeren vor. Ich war das ein Headshot. Das war eigentlich auch ein Headshot. Wie sieht er denn ständig hier aus? Das hier ist unser Zuhause. Ja, das war doch ein Headshot. Ja. Unser Volk braucht uns. Okay. Nein. Das hier ist unser Nein. Zuhause. Falls. Falls. Luft geht wird nicht falsch. Unser Volk braucht uns. Zeig dich, nee. Das sollte
Samen der Gefallenen! Nein. Nein, ey. Dreimal Zeitlupe, ich treffe ihn einfach nicht. Dinger, ich sag. Ich hab halt auch keine Säurefalle. Das ist mein. Ja, ich frag mich ja auch gerade, was ich hier mache. Nein, ich treffe. Das Ding tief rein. Immer Wackelung. Du wirst leiden. Du wirst leiden, Kumpel. Eine neue Mutation. Ja. Die Stellung halten! Die Samen der Gefallenen! Quatsch denn da? Nein! So geht er eigentlich nur auf mich. Gründiger schützt die Samen der Gefallenen. Ich brauche Heilung. Wieso kletterst du jetzt rauf? Da steckt ich ein. Oh Gott, der brennt. Also der ist wirklich tot. Die Jungen wussten wohl doch, wie man schießt. Diesen Sieg schulden wir dennoch dir, Jägerin. Ich habe nicht so viel dazu beigetragen wie du, Q. Nur ein paar Teile gebracht. Aber dennoch sollst du den hier haben. Er hat meinem Volk gedient und wird dir dienen. Ich passe drauf auf. Achte auf dich. Was haben wir denn da bekommen? Was Schönes. Die neue Fertigkeitspunkte, die lösen wir natürlich auch gleich ein. Und Aufstieg auf 17. Und noch ein Fertigkeitspunkt. Also im Moment 3, ne? Und noch ein Fertigkeitspunkt. Haben wir 4. Noch eins sind 5. Gut, wir müssten theoretisch 5 Fertigkeitspunkte haben. Eigentlich. Haben aber nur 3. Ja. Gehen wir wieder. Ne, wir waren ja bei Maschinen, ne? Bringt uns, wir sollten uns vielleicht doch eher mal auf Kriegerin konzentrieren, ne? Was ist das? Gut.
Okay. Und wir haben im Inventar natürlich einen neuen Bogen bekommen. Aber welchen? Und zwar den hier. Fünfundvierzig ist 56. Wir haben im Moment den, ne? 75, 38. Ja, der ist halt gut, der Bogen, aber unser ist ein Tick besser im anderen Bereich, nämlich im Schaden. So, wo ist unser Pferd? Wir haben keine Reitmaschine mehr. Das ist natürlich schlecht. Ja, gut, Leute. Gut ist aber, dass die Folge jetzt zu Ende ist. Dann müsst ihr den ganzen Weg dahin nicht sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ciao!